Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute Sonntag. Ja, ich habe ja euch schon erwähnt, dass ich Sonntag meine Beauty-Wellness-Tag mache, also mein Gesicht reinigen. Deswegen habe ich jetzt den Nupswip dran gemacht, wie man das auch nennt. Ich habe bei meinem Mann auch dran gemacht, der hat nämlich gerade baden. Ich bin echt gespannt, wie das wirkt, das Zeug. Ich habe vieles gehört. Das lassen wir jetzt 10 Minuten drauf und dann mal gucken, wie das Endergebnis ist. Draußen haben wir auch schönes Wetter, deswegen werden wir auch dann anziehen und dann auch losmachen. Und die Tuchmaske werde ich heute Abend drauf machen, weil ich wollte gleichzeitig drauf machen, aber es geht nicht, weil die Tuchmaske geht ja noch über die Nase. Also hätte ich das hier nicht machen können. Deswegen mache ich die Tuchmaske erst heute Abend, nachdem ich mich dann wieder abgeschminkt habe, weil ich werde mich ein bisschen schminken. Aber erst, wenn das Ding hier ab ist. Bin gespannt, ob das auch gut geht bei dem, was ich gekauft habe, was ich euch auch bei euch gezeigt habe. Und das Wetter ist so schön heute. Es sollen heute, glaube ich, 19 Grad werden. Wir haben halt um 11 Grad durch. Deswegen werden wir auch ein bisschen nachher ein bisschen rausgehen. Das Bett habe ich auch schon gemacht. Das werde ich morgen frisch beziehen. Wäsche läuft auch gerade, ist aber gleich fertig. Und ich habe die Nacht auch sehr gut geschlafen. Wir haben bis 8:30 geschlafen. Ja. Und man merkt, es wirkt langsam was. Ich bin wirklich gespannt. Allerdings, wenn man hier drauf tastet, geht die Farbe ein bisschen ab. Mal gucken. Hoffentlich, dass keine Farbe hier dran bleibt von innen. Aber ich werde auf jeden Fall euch berichten, was ich davon halte bei beiden Sachen, was ich gekauft habe. Und wenn die gut sind, dann werden wir immer kaufen. Und ich wünsche euch nun viel Spaß bei dem neuen Vlog. So, wir sind jetzt auch mittlerweile angezogen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier sehen wegen der Qualität, wegen der Lichtverhältnisse. Das ist nicht Ich so. putze schon. Nee, noch nicht. Doch. Ach, wenn ich fertig bin. Aber mach bitte hin. Ja, ist in Ordnung. Siehst du, mein Kind stresst hier schon. Ich kämme jetzt meine Haare. Dann werde ich ein bisschen Make-up drauf machen. Nur meine Augen und pudern. Bronzer mache ich jetzt nicht drauf. Und Concealer ein bisschen. Oh, das dauert immer lange bei Mama. Und ja. Also, wegen der Nase. Ich bin sehr zufrieden. Mein Mann auch. Bei ihm ging das wirklich alles raus. Bei mir ging nicht so viel raus, weil ich ja letzte Woche schon gemacht hatte. Das ging ja dann schon viel raus. Vielleicht werde ich in Zukunft alle 2 Wochen machen. Brauche ich einen Concealer drauf? Mama. Ja, du sollst doch warten, Lena. Nein, wie dauert das? Ich mache ein bisschen Concealer. Meine Augenringe zu verdecken und ein paar Hautunreinheiten ein bisschen verstecken. Ich nehme dann wasserfesten Puder von Maybelline, weil draußen ja wärmer wird. Und da muss man das Gesicht nicht unbedingt jetzt zukleistern am Wochenende. Und ich freue mich auch heute Abend, meine Tuchmaske zu benutzen. Jetzt nehme ich mein Fixierungsspray, der schon fast alle ist. Ja. Und nehme meinen sauberen Beauty Blender. Bisschen anfeuchten. Und dann verblenden. Ihr werdet. Ich habe das nicht neu gekauft. Ich habe das so sauber gekriegt. Ich werde euch nochmal den letzten Vlog oben oder unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, dass ich das mit der Kernseife das alles rausgekriegt habe. Ich bin wirklich zufrieden damit. So. Und der Papa war eine Frau. Ja, Papa war eine Frau. Weil er auch so Nupsticks dran hatte. Wie nennt man die eigentlich? Ich sag jetzt einfach jetzt Nasenmaske. Da merkt man dich besser. Dann ein bisschen die Nase ein bisschen verblenden mit. Augenbrauen werde ich jetzt auch nicht machen. Doch, die Augenbrauen mache ich mit, weil sonst sieht das nämlich doof aus. Ich habe ja nicht umsonst zupfen lassen. Aber da werde ich mal schnell mein Stift holen. Und ich lasse euch jetzt mal ein bisschen allein mit der Lena. Und nicht meine Kamera bitte runterschmeißen. Mache ich meine Augenbrauen kämmen. Warte mal, ich habe doch hier einen Spiegel. Ich komme leider nicht gerade am Spiegel ran, weil mein Mann seine Tasche hier unten stehen hat. Steht immer übers Wochenende hier, weil das nimmt so viel Platz weg im Schlafzimmer. Deswegen steht das immer im Bad übers Wochenende. Heute Abend geht er leider wieder. Mama.
Mama sehen meine Zähne. Oh, darüber will ich noch nicht unterhalten, weil Mama, das Wochenende noch gewesen Zähne? War. Zähne? Ah. Perfekt. Kannst du schon deine Haare kämmen? Und bald werde ich auch wieder meine Augenbrauen zupfen lassen. Da werde ich mit einer Freundin hingehen, weil die auch irgendwie Augenbrauen zupfen lassen möchte. So, ich habe jetzt meine Augenbrauen gemacht. So sieht es aus. Ich werde die diesmal auch nicht färben, weil dafür habe ich einen Stift, den ich auch ausverbrauchen möchte. Dann werde ich meine Augen unten am Kleb machen. Ich werde jetzt natürlich nicht so dunkel machen, weil ich ja kein Augen-Make-up drauf habe. Wir haben auch ein paar Fenster gemacht, weil es schön warm ist hier. Und die spielen auch draußen gerade Fußball. Sonntag ist immer so unser Fußballspiel hier irgendwie. Und jetzt kommen meine Augenbrauen. Lena kämmt sich auch gerade schön die Haare. Augenwimpern. So, das ist jetzt fertige Make-up. Also im Sommer, Frühling, wenn es wirklich draußen war, reicht eigentlich so ein leichtes Make-up. Augenbrauen und Concealer ein bisschen und wasserfesten Puder. Lena geht gerade auf Klo und wir melden uns dann später bei euch. Kannst du. Nicht erschrecken, meine Lieben. Ja, ich habe gerade die Tuchmasse drauf. Ich bin erstmal erschrocken gewesen, weil es richtig klitschnass ist. Da finde ich in der Meinung, da müssten die ein bisschen weniger dran machen an den Zeug da. Von der Größe her passt das. Ich finde es auch gut so, dass sie auch hier schnittweise reingemacht haben, dass es nach der Größe gehen kann. Ich bin mal gespannt. 10 Minuten soll ich drauf lassen. Ob das jetzt in 10 Minuten austrocknet, keine Ahnung. Aber ich werde euch gleich weiter berichten, weil ich versuche jetzt nicht zu viel zu reden. Dann bis gleich wieder. Ich habe jetzt auch ein Foto reingeschrieben bei Instagram. Ja, ich habe immer jetzt beschlossen, jeden Samstag, weil ich einmal in der Woche mir Zeit nehme, mich zu entspannen und meine Haut ein bisschen achte. Deswegen habe ich Sonntag entschlossen, weil ich ja immer die meiste Zeit habe. Ich kann jetzt nicht so viel reden, weil das noch alles einwirkt. Nicht, dass es noch verschiebt. Ja, ich bin echt gespannt, wie das wirkt. Von dem Geld, was wir haben wollten, 1,25 glaube ich, ja. Mal gucken. So, ich bin jetzt die Maske frei. Also ich bin echt überrascht. Ich bin übelst weich. Nur allerdings, wie ich halt vorhin auch schon geäußert habe, dass ein bisschen weniger dran muss, weil das schon richtig sehr, sehr nass war und auch wirklich die Maske nicht so gehalten hat. Aber von Benutzung her war das cool. Hat auch gut angepasst. Durch die Nässung war ein bisschen schwieriger, in der Stelle zu bleiben, wie es sein sollte, aber ich werde es immer wieder kaufen. Und ja, jetzt ist viel, viel weicher geworden. Also, die Sachen, die ich gekauft habe, haben alle beide bestanden. Und das würde ich auch mal wieder kaufen. Jetzt machen wir gleich Abendbrot und wir melden uns morgen in aller Frische wieder. Und da werde ich euch auch ein bisschen was erzählen, was wir heute noch so gemacht haben. Aber das werde ich euch erst morgen erzählen und dann bis morgen. Guten Morgen, wir haben heute Montag, muss gerade überlegen. Wir haben jetzt gerade 7:45. Hab die Lena auch schon gerade in die Schule gebracht. Bin gerade rein mit dem Hund, war noch ein bisschen Gassi. Ich habe auch wieder mein leichtes Make-up drauf gemacht, ja. Also ich bin jetzt gerade aus der Puste. Und ja. Und schon ist das Wochenende vorbei. Schade eigentlich, war ein schönes Wochenende. Schönes Wetter gestern und heute wird wahrscheinlich auch schönes Wetter, weil jetzt schon die Sonne scheint. Ja, meine Haare muss ich noch machen. Ich habe meine Haare nämlich schon gekämmt, gewaschen. Und ich muss sie jetzt nochmal richtig machen. Ich habe sie auch gepflegt wieder. Und meine Haare sind auch richtig lang geworden, muss ich dazu sagen. Guck mal, geh bisher, ja. Ja. Ich finde das total geil. Und ja, was ich eigentlich mit euch reden wollte,
Ich werde wahrscheinlich am Freitag kein, wie nennt man das, Livestream machen, sondern am Montag, weil keiner dazu was geäußert hat. Das haben alle nur Daumen nach oben gegeben, was ich auch schön finde. Aber es hat leider keiner in Kommentare reingeschrieben und ich am Freitag doch kurzfristig keine Zeit habe. Deswegen werde ich auf Montag verschieben, auf Ostermontag. Da denke ich mal, da haben wirklich alle frei und da werde ich eine Zeit festsetzen. Und die zanken sich gerade. Dass ich denke mal mittags rum online komme, also mit Livestream bei YouTube. Und ich werde aber trotzdem Livestream wahrscheinlich kurz machen, nur bei Interfilm vom Freitag. Mal gucken, wenn ich mich zum Beispiel schminke, werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Ja, das war das Ding, was ich sagen wollte. Und der andere Punkt ist, was ich euch noch erzählen wollte. Wir waren gestern spontan auf einer Wohnungsbesichtigung. Ja, eine Familie ist, suchen Nachmieter. Da haben wir die Wohnung angeguckt, weil Vierraumwohnung ist das. Wir wollten eh schon eine größere Wohnung haben, weil die Wohnung, wo wir gerade bewohnen, ist jetzt mittlerweile sehr, sehr klein. Wir haben auch Haustiere und es stapelt sich schon alles und ich fühle mich einfach nicht mehr hier wohl. Deswegen suchen wir schon seit Wochen lang nach Wohnungen und haben gestern jetzt spontan eins besichtigt, also Nachmieter. Und es ist eine Straße weiter, also praktisch eine Haltestelle weiter und Lena hätte noch kürzeren Schulweg. Ich könnte praktisch aus dem Fenster gucken und Lena kann zur Schule reinlaufen. Und jetzt muss er erstmal mit seinem Vermieter reden, ob das auch in Ordnung ist. Dann müssen die Mietauskunft machen und alles drum und dran. Dann wird der Vermieter uns anschreiben, wenn der in der Meinung ist, ja, die Familie ist in Ordnung. Und wir hoffen, dass es wirklich klappt. Wir werden jetzt nicht natürlich nur auf das fixieren, auf der Wohnung, was wir jetzt angeguckt haben. Wir werden natürlich weiterhin weitersuchen, falls die doch nicht sagen, nee, machen wir nicht so. Und für mich ist es trotzdem eine Traumwohnung gewesen, auch für die Lena, auch für meinen Mann. Also, riesengroße Wohnung, großer Flur, schönes großes Bad und dann eine Einbauküche lassen die uns noch da, natürlich gegen Preis, weil die das so richten lassen haben. Mit Anpassung halt. Und da wollen die uns an uns abverkaufen, wenn das klappt, alles ich hoffe es. Aber die Hoffnung stirbt nie, deswegen suchen wir trotzdem weiterhin, falls die nicht klappen sollte. Vielleicht finden wir noch eine Wohnung, die so perfekt ist, die natürlich auch günstiger sein wird, weiß ich nicht. Aber ich meine, um die Ecke, wir wollten in der Ecke bleiben, ist natürlich in der Hauptstraße die Wohnung, aber ich habe, wo ich in der Wohnung war, nichts gehört von der Hauptstraße. Ehrlich gesagt, ich habe nichts gehört. Wahrscheinlich werden wir was hören, wenn wir mein Handy ankippen, aber sonst ist wirklich nichts gehört. Und dann haben wir die Abstellkammer, haben wir dort ein riesengroßer Balkon. Also ja, das wäre 107 Quadratmeter und die Türrahmen sind so aus Holz. Das ist so toll. Also, ich könnte euch gerne Bilder zeigen, aber ich weiß nicht, ob ich das darf. Deswegen, wenn wir die Wohnung kriegen sollten, ich werde euch auf Laufenden halten. Und natürlich, wenn das soweit wäre, werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen zum Umzug und auch die Wohnung Roomtour machen und auch vorstellen, die Wohnung. Und die wäre in Etage 1, also Etage tiefer würden wir wohnen, wenn es klappen sollte. Ich hoffe es. Aber man kann alles noch passieren bis dahin, weil der Umzug wäre eh erst am 1. September, also ungefähr in 5 Monaten, da kann sich ganz viel ändern. Deswegen, weil wir wollten eh nicht vom Urlaub umziehen erst danach, weil das wird mir dann zu stressig. Das waren jetzt die Infos, die ich euch sagen wollte. Ich werde auf jeden Fall euch im Laufen halten. Das wird sowieso jetzt nichts passieren, nächster Zeit, weil jetzt Ostern und Karfreitag ist. Und da sind jetzt eh nicht mal alle da, machen Urlaub oder sowas. Deswegen, ich war gestern richtig aufgeregt, wo ich die Wohnung angeguckt habe, weil ich mich sofort verliebt habe in der Wohnung. Und da muss ich auch natürlich fragen, ob Haustiere erlaubt sind. Aber ich denke mal schon, weil im Haus auch Haustiere wohnen. Nebenan wohnen Haustiere und andere Wohnungen wohnen auch Haustiere. Und dann bei dem wohnt daneben eine nette Nachbarin, die wohnt schon seit 20 Jahren. Also hätten wir auch theoretisch auch schon für unsere Katzen, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht da sind, unsere Katzen futtern kann oder sowas. Aber mal gucken, was jetzt passiert. Ich werde jetzt mir was zu essen machen
und ein bisschen Zeug machen, was so liegen geblieben wird, das Wochenende. Und ich würde dann mich heute Nachmittag bei euch wieder melden mit der Lena, dass ihr die Lena auch mal wieder seht. Und dann bis dahin noch einen schönen Tag und dann auf Wiedersehen. So, ich melde mich mal doch zwischendurch mal. Ich gucke gerade ein bisschen YouTube nebenbei und habe gerade den PC zurückgesetzt, den ich eigentlich die Woche wegschicken werde. Mein Mann muss jetzt noch anrufen wegen Rücketikett, dass man nicht bezahlen müssen. Und das werden wir dann ordentlich schön verpacken und dann weg damit. Und so sparen wir auch 50 Euro, habe ich ja euch schon mal beim letzten Vlog erwähnt, ja. Und Angelo liegt unter meiner Decke mit. Da. Und draußen scheint auch die Sonne. Ich habe mich ein bisschen hingelegt und ein bisschen YouTube geguckt nebenbei, was ich sonst so nicht schaffe in der Woche. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Haushalt gemacht. Wir haben gleich gerade 12. Ich werde auch ein bisschen Haushalt heute noch machen und Wäsche abhängen, dass ich dann heute Nachmittag nicht machen muss, wenn ich die Lena hole. Weil ich muss heute noch mit Lena noch ein bisschen einkaufen. Weil ich habe irgendwie verpeilt, am Wochenende was für mich einzukaufen mit Lena. Wir waren nur einkaufen wegen meinem Mann. Und ja, hab nichts zu kaufen für uns. Da müssen wir heute noch einkaufen gehen. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Dann geht's morgen wieder arbeiten. Aber nur bis Donnerstag und dann ist Feiertag. Ja. Und ich bin ein bisschen müde. Ich werde mich auch ein bisschen frisch machen. Make-up nochmal. Weil ich ja hingelegt habe, ist ja alles ein bisschen abgegangen wieder. Aber ich muss sagen, meine Haut ist dadurch auch ein bisschen beruhigt, dass sie nicht so aufgeregt ist. Also das wegen Make-up, dass sie nicht zugekleistert ist. Und werde ich mal öfters mal machen in Zukunft, auch wenn ich frei habe. Nur in der Arbeit nicht, weil das ja nicht bringt. Und jetzt dauert bei dem PC gerade mal 9%. Ich werde euch mal zeigen. Das ist gerade mal 9%. Wer weiß, wie lange das dauert. Das wird wahrscheinlich heute noch nicht mehr weggehen, erst morgen. Weil wir haben zurzeit keine Farbe mehr beim Drucker. Und ich komme heute nicht in die Stadt rein, deswegen werden wir wahrscheinlich morgen, weil ich das morgen gleich mitnehmen zur Arbeit, dass ich dann morgen nach der Arbeit gleich wegbringen kann. Dann kommt das wieder das schöne Teil weg. Ist zwar schön, aber schade, weil ich es wirklich nur einmal in der Woche anhatte. Und das ist wirklich schade ums Geld, das habe ich euch schon erwähnt beim letzten Vlog. Deswegen kommt das wieder weg. Wie viel Prozent haben wir gerade mal? 10%. Ich habe auch vorhin mal ein bisschen durch nochmal rumgestöbert wegen der Wohnung. Ich habe bis jetzt noch nichts zu irgendwas gefunden, weil die suchen alle noch 3-Raum-Wohnungen. Und dann, wo eine schöne Wohnung war, war ganz weit weg, außerhalb von der Stadt, also Richtung Grünau. Leipzig hat so mehrere kleine Ecken. Sie nennen sich Mockau, Grünau, Schönefeld und Gohlis, Eutritz zum Beispiel. Und Grünau wäre dann ein bisschen weiter außerorten, das will ich nicht, weil da muss die Lena ja Schule wechseln und ist viel, viel, viel weiteren Weg, bis dann in die Stadt reinzufahren. Und Grünau, das ist so eine gefährliche Ecke da vorne. Deswegen, nee. Mal gucken. Wir geben nicht auf und ja. Jetzt ist er gerade auferwacht und schmeißt dich hin, ja. Da ist so ein Schlafmütze. Angelo! Angelo! So, wir sind zu Hause. Lena geht gerade nochmal auf Klo. Meine Haare sind auch ein bisschen zerstört, beziehungsweise mein Make-up ein bisschen zerstört, weil draußen jetzt zugezogen hat. Ja, ich dachte, es bleibt den ganzen Tag warm. Nein, jetzt haben wir, glaube ich, 15 Grad. Die Sonne hat sich, ist weg und es ist windig, saumäßig windig, ja. Ich hoffe, dass Lena nicht krank wird, weil die mit dem kurzen T-Shirt da rumgelaufen ist. Die waren nämlich draußen. Und die hat mich gespitzt, weil es zu warm war. Ich muss nur noch Wäsche wegräumen, die ich heute früh abgehängt habe. Und die habe ich angesetzt von gestern noch. Und ich bin müde, ja. Ja, ich kriege zurzeit wenig Schlaf, deswegen bin ich froh, wenn dann Karfreitag ist, da kann ich irgendwie schön ausschlafen. Und mein Mann geht mit dem Hund raus und da kann ich schön durchschlafen. Ich muss halt natürlich aufpassen, dass ich nicht
zu lange schlafe, weil sonst kann ich nicht einschlafen. Dann schlafe ich spät ein und dann werde ich früh müde auf Arbeit. Deswegen gucken. Und ja, ich werde auch gleich den Vlog auch schneiden, bearbeiten und hochladen. Und ja, sonst wird halt eigentlich nichts mehr passieren. Mama, wie geht das? Hab ich das falsch gemacht? Ja, die hat gerade hier so ein Heft Übung gemacht gestern, weil das hatten wir bei Aldi gekauft. Kannst du mal bitte deine Hose anziehen? Wo ist deine Hose? Aber erst musst du deine Ziergummi. Ja, zieh mal bitte eine Hose an. Jetzt muss nicht jeder wissen, dass du Schlüppi hast. Bitte, tu mal an, hab Ziergummi. Na, du hast doch in deinen Händen, du hast doch hier viel. Soll ich euch mal den Chaos zeigen, meine Lieben? Ah ja! Ist doch nicht so schlimm jetzt. Guck mal, das ist hier komischer Chaos hier. Ist auch egal! Ja, ist ja auch egal, das ist ja der Chaos. Aber wozu Hölle soll mir hier ein Rapier finden? Warum hast du meinen Kuli hier? Den brauche ich. Haben wir nicht hier einen drin? Nein, nein. Dann hol doch deine Federmappe raus. Fast durch mit dem Heft, das hätte ich hier nicht gedacht. Ich hätte wahrscheinlich auch nebenbei gemacht, wo ich hier zum Beispiel Haushalt gemacht habe oder wo mein Schatzi da war, wo wir die Lena Kosten alleine gelassen haben, hat sie wahrscheinlich damit beschäftigt. Ich bin auch froh darüber, dass sie auch selber beschäftigt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die auch Kinder auch selber beschäftigen können. Mama, kommst und besonders, dass sie sowas macht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mama, kannst du ein neues wieder kaufen? Nein, da gibt doch extra. Da gibt doch noch zum Kuhbrot ausmalen kannst die ganze Zeit. Ja, aber ich möchte nicht. Und da haben wir noch ein Buch gekauft, da kannst du nur rechnen, rechnen und ausmalen. Oder auf dem Heidi-Buch. Ja. Lied es malen, basteln, schneiden, kleben. Wünsche dir sowas vielleicht zum Geburtstag? Bastel. So Bastelzeug. Gibt auch. Und ich wünsche mir ein neues Heft. Ein neues. Da wird auch ein schweres sein. Ja, ist mir doch egal. Warte. Das ist mir voll egal, wenn ich ein schweres bekomme. Ich mache es trotzdem, weil ich es mir zutraue, schwere Dinge zu machen. Ich stolz auf dich. Wir räumen noch ein Zeug hier auf und dann haben eine neue Nummer. Wir haben ja so ein Festnetznummer, ein Festnetztelefon haben wir zugelegt. Vor 2 Monaten, aber den benutzt man kaum, weil wir nicht alle Nummern geben, sondern wenn wir jetzt die Lena kurz alleine lassen, dass wir die Lena anrufen können. Weil die hat ja vorher den Nokia gehabt, aber es war schade, immer Geld aufzuladen, wo die kaum telefoniert. Und hier bezahlen wir zum Beispiel nichts. Wenn wir jetzt von Handy auf Festnetz rufen, nur würden bezahlen, wenn Lena mich jetzt anrufen würde. Kann sie auch machen, wenn das ist. Sie weiß auch, wie es funktioniert. Die kann auch beziehungsweise auch lesen, wer anruft. Hände und ja. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann schreibt unten in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.